Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Live-Let's Play. Ich vergesse es jedes Mal dazu zu sagen. Zu The Room 2. Wir haben ja The Room 1 oder 1 das letzte Mal schon abgeschlossen. Und jetzt sind wir hier bei The Room 2. Und, ja. Das ist komplett blind. The Room 1 hatte ich ja schon mal durchgespielt, aber The Room 2 ist blind. Und ich würde sagen, wir tun einfach mal ein neues Profil erstellen. Enter your profile name. Julle. Confirm. So. Ich sehe gerade, das Bild ist abgeschnitten. Das werden wir sofort beheben. Wie streckt man? So streckt man. So. So, ganz schnell haben wir das behoben. wir gucken mal gerade in die Options rein, was es hier so gibt. Ich lasse das mal so, wie es hier ist, ne? Ja, also von der Auflösung lasse ich das auch so. Gut, dann würde ich sagen, New Game. Tutorial, click to begin, okay. Wir haben wieder genau die gleiche Steuerung wie im ersten Teil. Double click on the node to focus. Habe ich da. War da eben irgendwas? Moment. Options. War da irgendwas? Language. Kann ich das. Deutsch, da haben wir es doch. Hätten wir vielleicht auch schon mal vorher machen können. So, klicke, um fortzufahren. Wenn meine Berechnungen stimmen, müsstest du hier herauskommen. Willkommen, mein Freund, es gibt viel mitzuteilen. Jetzt werdet ihr auch wieder Kenntnis an meiner super tollen Lesekraft erhalten. Deutsch. Sehend bist du noch nicht, doch ich habe dir etwas hinterlassen, das dich sehend macht, auf dass dein Weg kürzer sein möge als der meine. Ich muss es in diesem Raum verbergen und es deiner Schleue überlassen, es zu finden. Ich bin nicht der einzige Geist an diesem Ort. Ah, wir haben wieder das Okular. Die Linse ist kaputt. Klicke auf das Fallsymbol, um das Inventar zu verlassen. Okay. Kann man das drehen? Oh, man kann es drehen. Toll. Nice. Aber man kann nicht dann rumspielen. Das ist schade. Rechtsklick, um herauszuzoomen. Okay. Zoome weiter heraus, um dir den Rest des Raums anzusehen. Ach, guck mal, da ist ja noch was. Auf die runde Kiste. Oh. Drücke den Knopf. Okay. Ein Puzzle? Es scheint, als ließen sich einige der Objekte verschieben. Ah. 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 Ja, das kriegen wir doch hin hier. Ich muss mal bei mir ein bisschen lauter machen. Wische, um die Schublade zu öffnen. Wohin wischen? Ah. Eine seltsame Linse. Diese Linse scheint in das Okular zu passen. Zack. Okay. Manchmal lassen sich mit dem Okular Dinge sehen, die sonst verborgen sind. Ein Fingerabdruck. Ich schreie einfach, wenn ich Hilfe brauche, ja. Nimm das Teil auf. Ein kleines Stück geformtes Metall. Ich sollte versuchen herauszufinden, wo ich dieses Teil einsetzen kann. Ja, das wäre logisch. Erkunde den Raum. Kann man das wieder zumachen? Ach, guck mal, hier oben, da ist doch.
Aber das passt nicht da rein. Das hat nicht die gleiche Form. Das scheint hier nicht zu passen. Hm. Wie war das denn mit dem anderen Tisch? Was ist das denn hier überhaupt? Geht das da rein? Nee, das wird auch nicht passen, ne? Nee. Ja, ja. Da fehlen Teile. Ach, guck mal. Nee, das ist nur Schrauben. Aber Moment, das sieht so aus wie eine Schraube, die ich hier hab. Moment! Guck mal hier. Ah. Ah. Ja, es fehlt, ein Teil fehlt offenbar immer noch. Ja. Aber wir haben schon mal eins. Dann sollten wir uns vielleicht hier an den anderen Tisch wieder begeben. Hier an die Kiste. Map. Hm. Hier könnte wohl etwas eingesetzt werden. Vielleicht sind wir hier mit dem runden Ding auch noch gar nicht richtig fertig. Ne, das können wir nicht mehr anklicken. Damit sind wir fertig. Ach, guck mal, hier ist ja noch ein Brief. Gar nicht gesehen. Ach, guck mal, hier. Ein kleines Stück geformtes Metall. Oh nein. Okay. 23. Oktober 1883. Mr. Rigby, ich muss gar nicht mehr sagen, als dass ich das Vertrauen meiner Kollegen in Sie nicht teile. Wenn es nach mir ginge, würde ich einen Mann derart niederer Herkunft und derart geringen Ranges wie Sie niemals einstellen. Es lässt mich erschaudern, dass wir einen Grabräuber bei uns aufgenommen haben. Doch wie Mr. de... Oh Gott, Französisch... Montfaucon. Mr. de... Montfaucon zu sagen pflegt, in der Not frisst der Teufel fliegen. Es obliegt nun also mir, Sie bezüglich Ihrer scheußlichen Aufgabe zu unterrichten. Wie Sie sicher wissen, werden Sie bei Ihrer Rückkehr nur dann entlohnt, wenn Sie das Artefakt haben. Sollten Sie abseitige Gedanken entwickeln, darf ich Sie daran erinnern, dass das Artefakt zwar von enormen Wert, das ist groß geschrieben und auch noch... Achso, Titel ist falsch. Ja, dankeschön. Groß geschrieben und unterstrichen. Enormen Wert ist, aber das auch nur für eine Handvoll Wissenschaftler. Für die Augen der Hände ungebildeter Herren wie Sie ist es nicht vorgesehen. Ich muss bedingungslos darauf bestehen, dass Sie jegliche Manipulation an dem Objekt unterlassen. Andernfalls könnten Sie in größte Gefahr geraten. Es handelt sich um ein äußerst mächtiges Instrument, das von niederen Geistern in Ruhe gelassen werden muss. Okay. Ich versuche gerade... Moment, ich kann das, glaube ich, auch übers Handy machen. Ich versuche das mal gerade anzupassen. Oder habe ich die App gelöscht? Nee, habe ich nicht gelöscht. So, dann gehen wir mal gerade an den anderen Tisch und setzen da unser Dingsi ein. Da ist was passiert. Ich muss gerade den Dings ändern. Rätseln mit Jolle. Und das ist nicht mehr Tony Hawk, sondern wir spielen Z-Room 2.
Ne? Speichern. So, Infos wurden erfolgreich aktualisiert. Jetzt sollte es eigentlich passen. Ja, so. Kann man das hier... Oh, das kann man drehen. Oh, okay. Hab ich gefunden. Eine merkwürdige Messingkugel. Aber die sieht cool aus. Oh Mann, ich drück das alles weg, weil ich... Was steht da? Der Sockel lässt sich wohl abnehmen, aber nicht per Hand. Ja, es ist okay. Ich will doch nur das drehen. Okay, dann lasse ich es halt. Was ist das? Weiß ich nicht. Jetzt weiß ich auch nicht, was hier eben stand. Passt die da rein? Oh, ein Auge. Vielleicht ist der Code irgendwo im Raum verborgen. Höchstwahrscheinlich... Ah, Sesven. Okay. Sesven. Ein Medaillon. Okay. Sieht interessant aus, das sollte ich mir genauer ansehen. Machen wir auch. Ah. Wohl etwas... Obwohl etwas zu dieser Form passt. Interessant. Gehen wir mal an den anderen Tisch. Vielleicht das hier oben. Ja. Es ist gruselig. Ich mag das nicht. Ah, da oben ist noch eins. Lustige Zeichen. Oh. Ah, da sehen wir unten rechts, glaube ich, wie das aussehen muss. Alter! Ist natürlich auch noch schöner, weil ich Kopfhörer auf habe, ne? Yay! Kapitel abgeschlossen. Du bist geistig und körperlich unbeschadet aus der Gruft entkommen, doch ich fürchte, deine Prüfungen haben gerade erst begonnen. Aha. Okay, ein kleines Bötchen.
Ich will mich hier eigentlich gar nicht umgucken. Was steht denn hier auf dem Brief? Noch immer kein Zeichen und mein Geduldsfaden reißt so langsam. Frustriert bin ich bereits auf dem Vormast geklettert. Die Tat eines Narren. Der Nebel ist so dicht, dass ich aus dem Mastkorb kaum das Deck sehen kann. Geschweige denn die... Helena? Wer ist Helena? Ist das vorne die komische Tuse, die da am Boot hängt? Und dennoch habe ich das Waffendeck die Kanonen bereit machen lassen. Die Männer müssen einsatzbereit. Da fehlt doch irgendwas. Nee. Also er ist auf dem Mast geklettert. Mastkorb. Und Kanonen. Also wir müssen wahrscheinlich irgendwas hier mit dem Schiff hier machen. Oh, ein Schlüssel, okay. Habe ich aber keinen.